Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Und Sie ahnen schon, man hat mir vorgeworfen, ich würde Verschwörungstheorien verbreiten. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde das jetzt absichtlich mal tun, damit Sie sich richtig über mich aufregen können. Wissen Sie was? Ich behaupte jetzt einfach mal, da oben sitzt der liebe Gott im Himmel und der sieht alles. Und das soll eine Verschwörungstheorie sein? Naja, haben Sie einen Beweis dafür oder was? Also ich halte das für eine Verschwörungstheorie. Okay. Jetzt werde ich Ihnen mal sagen, was ich auch für eine Verschwörungstheorie halte. Nämlich, dass die Maßnahmen der Bundesregierung zur Bekämpfung der Ausbreitung von Corona irgendetwas zu tun haben mit den jetzt fallenden Infektionszahlen. Das ist übrigens auch eine Verschwörungstheorie, dass es sich dabei um Infektionen handelt. Ja? Ein positiver PCR-Test ist keine Infektion, sondern ein positives Ergebnis eines Tests, der DNA-Sequenzen vergleicht, ob die bei Ihnen im Körper vorhanden sind oder nicht. Also darüber kann man sich ewig unterhalten über diesen ganzen Quatsch. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, jemanden zu beschuldigen, er würde Verschwörungstheorien verbreiten. Weil im Wesentlichen handelt es sich bei den meisten Verschwörungstheorien einfach nur um Meinungsäußerung. Ja? Also die Geschichte mit dem lieben Gott da sind ziemlich viele Milliarden von Menschen davon befallen, von solchen Sichtweisen, und es entspricht ja auch unserem Gefühl, ja? Also dass wir einfach denken, so ja, da gibt es eine höhere Instanz und die richtet uns dann irgendwann, wenn wir dem lieben Gott gegenüberstehen eines Tages und der entscheiden muss, ob wir dann in den Himmel kommen oder in die Hölle, ne? Alles Verschwörungstheorien. Sorry.